Hallo, ich bin Ulrich und hier geht es um den europäischen Fernwanderweg E10. Und zwar bin ich dieses Mal von Stralsund aus gestartet auf eine Tagestour. Das gucken wir uns jetzt mal bei Gypsies an und dafür hole ich euch auf den Screenrecorder. Die Tour, wie ich die gelaufen habe, nämlich mit 37 Kilometern. Ich bin hier in Rostock gestartet und dann hier vom Bahnhof aus auf Wegen, die ich erstmal finden musste. Dieses hier müsste die Wegezusammenführung sein. Also da bin ich vom Bahnhof in den offiziellen Weg eingestiegen. Ihr marschiert. Das hat auch alles recht gut geklappt. Bis Elmenhorst. Wobei das bis Elmenhorst alles nur Landstraße war. Hier gab es ein Problem. Und zwar auf der Karte ist ein Weg eingezeichnet, der irgendwie hier hinten rumgeht. Aber geht halt nicht, man musste hier dieses irgendwie so ein Ökodorf. Ich habe das nicht ganz genau verstanden. Okay. So, und dann geht es hier weiter, schön auch durch den Wald. Hier ist Jakobsdorf. Das erklärt vielleicht, warum die Jakobswege da in der Gegend so gut ausgeflaggt sind. Sie sind aber nicht immer deckungsgleich mit unserem E-Weg. Und auch der Jakobsweg ist bei Wemmerke Trails irgendwie nicht so richtig drin. Hier kommen wir nach Richtenberg. Da fährt auch der Bus 306. Ebenfalls bemerkenswert, hier ist die erste Infrastruktur, ist dann auch hier in Richtenberg mit einer Tankstelle für die Sonntagswanderer. Und hier war auch noch ein Aldi und der hatte auch noch auf sogar. Hatte ich jetzt hier zum Beispiel auch Zeit, mir mal diesen Turm da anzugucken. Jo. So, und dann kommen wir hier nach Franzburg. Hier gibt's auch, hatte ich auch Probleme, die Karte umzusetzen, weil irgendwie ist auch dieser Weg nicht hundertprozentig, zumindest in meiner Karte, nicht wirklich so eingezeichnet. Aber so, Franzburg hat auch noch einen Edeka, der hatte auch Samstagnachmittag noch offen. Und dann geht es hier auf dem Bahndamm weiter. Und zwar, hier kommt jetzt Neumühl. Der Weg geht hier weiter bis Pöcklitz und läuft dann bis Drechow weiter. Und in Drechow kreuzt man dann automatisch wieder die Buslinie 306, die von Tristesse kommt. Ich habe mich entschieden, hier in Neumühl abzubrechen und dann hier diesen Querfeldeinweg hier zu gehen, aber diese Ecke hier noch mitzulaufen, das Risiko war mir einfach zu groß. Hier ist Tribsess und jetzt gucken wir uns das Video an mit Impressionen vom europäischen Fernwanderweg E10 Stralsund. Franzburg nach Kattenhof, eigentlich mit Tribsess als Zwischenziel. Samstagmorgen, 6:30 Uhr. Ich bin in Stralsund. Ich suche jetzt mal den Weg in den Weg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dieses hier ist der Einstieg in den Weg. Das waren vom Bahnhof hierher jetzt 2,43 Kilometer. Es ist 7 Uhr. Dann hoffe ich mal, wie gesagt, Papierkarte heute mit, dass das mal mit der Papierkarte ein bisschen besser klappt. Mal gucken, ob man das sieht. Fiel mir gerade auf. Also nach dem Schild. Betreten wir jetzt Zarendorf. So, da vorne steht das nächste. Also irgendwie Zarendorf haben wir gerade betreten. Und jetzt verlassen wir Wendorf und wir betreten wieder Zarendorf. Ne, wir betreten gar nicht. Wir sind also jetzt zeitgleich. Moment. In zwei Dörfern. Ja, und auf dem Pilgerweg sind wir hier auch. Wir waren gerade zeitgleich in zwei Dörfern.
gerade eben ist der Jakobsweg rechts abgewogen. Und ich frage mich wieder, nachdem ich mir das gerade mal auf der Karte angeguckt habe, muss ich diesen Schlenker jetzt unbedingt mitmachen? Okay, ich habe mich jetzt entschlossen, ja, ich mache ihn jetzt mit. Hier soll also ein Weg geradeaus weitergehen. Da durch die Ackerfurche vielleicht. Aber selbst am Ackerrand, beim besten Willen, ist hier irgendwie ansatzweise ein Weg erkennbar. Gut, ich bin in meinem Leben oft genug unter Holz gekrochen. Gehen wir also einen anderen Weg. Meine Laune bessert sich gerade wieder. Ich war wieder auf so einem Tiefpunkt. Geradeaus ist Infrastruktur. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist auf jeden Fall ein Aldi. Und das andere sieht aus wie eine Tankstelle. Dieses wäre eigentlich der geplante Ausstieg gewesen. Nach 4 Stunden, also ich bin ja jetzt 4 Stunden früher los, habe also jetzt noch 4 Stunden Zeit zu marschieren, wobei die Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt runtergeht. Also ich würde jetzt nicht mehr mit 4x4, sondern vielleicht noch mit 4x3, also irgendwie 12 Kilometer, die ich vielleicht noch schaffe. Müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt hier nicht Feierabend machen, obwohl ich den Mittagsbus jetzt kriegen würde, aber ich möchte ja gerne den Abendbus haben. Und ja, das war jetzt eben das, dadurch, dass ich heute Morgen so früh losgefahren bin, habe ich jetzt einen Bus länger Zeit. Hoch lebe der deutsche Schilderwald. Da geht es einmal Tribsees und Franzburg. Und da steht nochmal das Gleiche. Und da ist ein Aussichtsturm. Ob sich das lohnt, dahin zu gehen? Die Schießscharten, wofür mögen die gut sein? Ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich hier an dieser Stelle
aufhöre, das ist Neumühlen oder so heißt das hier. Eigentlich würde der Weg von Neumühlen jetzt weiter nach Pöcklitz gehen und von da aus wieder automatisch einen Knick machen, um dann nach Dago zu kommen oder Dagon. Und bis dahin, ich habe aber nicht genau genug die Daten und es ist zeitlich kritisch und eng. So, darum habe ich jetzt gesagt, die Navi-Funktion bringt mich zur nächsten Bushaltestelle. Die ist 3 Kilometer von hier jetzt weg und darum bin ich jetzt nicht mehr auf dem Weg. Und da müssen wir dann halt mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Okay. Es ist jetzt 16 Uhr und das waren 35 Kilometer bis hierher. Na? So, auch spannend. Da ist die Straße in den Blick gekommen und da hinten sieht man die Bushaltestelle, hoffe ich. Da muss ich jetzt noch hinpilgern. Genießen wir noch mal ein bisschen Allee. Aber sind auch noch 40 Minuten Zeit. Es hat sich eingeregnet und es hat sich eingeregnet. Und ich habe deswegen kein Display an der Kamera, sondern Vollgummi drüber. Okay, technische Daten. 38,82 Kilometer. Es ist 17 Uhr und 4. 4,2 km/h in Bewegung. 3,7 km/h Gesamtschnitt. 22 Meter über normal Null. 9 Stunden und 20 Minuten in Bewegung. 1 Stunde und 16 Minuten Pause. Ich habe auf der Strecke keinen einzigen Wegweiser gefunden. Keine einzige Fahne. Es war wohl der Jakobsweg, war wohl ausgeschildert. Ansonsten fand ich es recht spannend, dass ich jetzt mal mit Karte gelaufen bin, mit einer gedruckten Karte. Das war wirklich eine Erlösung und auch wirklich einfach. Aber auch die sind nicht 100% in Ordnung. Aber auf alle Fälle, so wie es heute lief, hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. 15 Kilometer, die ich dann auch zusätzlich gemacht habe, ob das die 23 Euro wert waren, aktuell denke ich nicht. In diesem Sinne.